Willkommen zurück zu Final Fantasy 6. Wir sind unterwegs mit Cyan in Burg Doma. Der König von Doma ist tot und Cyan ist jetzt auf der Suche nach seiner Familie. Oh nein, und ich glaube, wir haben sie gefunden. Elaine! Elaine, erwacht! Das kann nicht sein. Owen! Nicht auch du, mein Sohn. Bitte. Mein, oh mein Gott. Unmöglich. Absurd. Wir können nicht vergeben. Aber wir können rächen. Auch Cyans Familie. Tod, seine Frau und sein Sohn. Ich werde es nicht ungerecht lassen. Der Feind! Alles fertig machen! Los! Und Saban und Shadow kommen auch vorbei. Gut, können wir kämpfen? Nein, können wir mit ihm reden. Darf ich euch helfen? Danke, wer immer ihr seid. Grunz. Okay, whatever. Zu dritt jetzt wieder unterwegs. Das macht das Ganze noch deutlich angenehmer bei den Kämpfen. Sollte dann noch wesentlich schneller funktionieren. Zack und weg hier, jawohl. So muss das. Oh, das ist zu viel. Okay, dann helfen wir noch so ein bisschen. Lasst mich dran. Aber seid ich bin mit der Stimme doch echt noch nicht so ganz zufrieden. Aber seid vorsichtig, Sir, das klingt so bescheuert. Das ist für NPCs so eine bescheuerte Stimme. Deswegen, ich werde ihn mal so ähnlich wie Saban so ein bisschen sprechen. Nur in älter. Zeig's den Hund, jawoll, beiß ihm in die Eier. Oder ins Knie oder wo auch immer du gerade gebissen hast. Ist ja egal. Aber so ein bisschen die Eier, meinen, das würde auch 1000 Schaden erklären. Oh, vernichten. Wow. Was war das denn gerade? Kenn ich noch gar nicht, nur sowas. Ark, wer ist hier verantwortlich? Na wartet, ich zeig's euch. Hey, wir müssen gemeinsam durch. Dieser Gedanke kam ja auch schon. Ein Kadett und ein Grunz. Zeig's den Hund, genau. Du bist der Beste. Vernichten. Kann sein, dass das zufällig ist? Egal, was immer es ist gut. Auch damit werde ich mich offscreen später noch ein bisschen beschäftigen. Sehr freundlich, Sir. Nein, ich danke euch. Aber jetzt sollten wir abhauen, schnell. Aber mein Zuhause, meine Familie, meine Freunde. Also, wenn wir hier noch länger herumstehen, haben wir bald ein ganzes Regiment auf dem Hals. Hab sie! Hierher, los! Junge, ich habe eine tolle Idee. Mir nach, los! Was hast du vor, Saban? Sir Saban, was sind das für Dinge? Später, später. Und jetzt alles einsteigen. Shadow, wo bist du denn hin? Oh mein Gott, jetzt klauen wir uns die Magie-Tech-Dinger. Sir Saban, wie manipuliert man diese Schreckensgespenster? Das macht mich ganz krank. Ihr schmerzt mich so, dass... Mist, jetzt fange ich auch schon an, wie du zu reden. Ja, Cyan mit seinem Sir Saban. Ich bin es, der zu danken hat. Vergiss es. Jetzt aber los. Hey, was macht ihr da? Ah, putsch, kein Zurück mehr. Bombs. Ah, Shadow hat sich auch eingesammelt. Okay. Ja, entschuldigt, meine Stimme ist heute mal wieder... Eine halbe Froscharmee im Hals stecken. Durchbrechen wir die Barrieren. So, und jetzt haben wir alle drei wieder Magitech-Rüstung unterwegs. Und dadurch, dass wir die Magitech-Rüstung haben, können wir auch im Kampf wieder die Magitechs einsetzen, die wir ganz am Anfang schon gesehen haben im Spiel. Ende der Fahrt. Und die sind natürlich sehr, sehr stark. Magitech, Feuerbeam. Oh, wir könnten gerade direkt mal die Chance nutzen und das Saban heilen. Jo, 500. Okay, wir kommen gar nicht mehr zum Heilen. Ja, dementsprechend können wir auch nicht mehr normal angreifen, ist ja logisch. Sondern nur noch mit den Magitechs attackieren. Keinen kommen! Schnappt sie euch! Ach, Leute, ihr seid jetzt so schwach. Okay, auch wenn ihr zu dritt seid, ihr seid trotzdem schwach. So, wir heilen mal gerade hier Saban hoch, denn zum Heilen bieten sich die Magitech-Dinger natürlich optimal an. Denn die verbrauchen ja keine Ressourcen, also keinen Magiepunkt und keine Tränke und wir heilen für über 800.
Das ist der Wahnsinn. Da können wir uns nämlich mal richtig schön voll machen hier. Das ist optimal. Gut, ich glaube, wir heilen nur noch einmal kurz Shadow. Und dann... Ui. Und eventuell... Na, wir heilen erstmal nur Shadow. Das reicht. Ja. Dann gehen wir nämlich mit 100% Gesundheit weiter. Naja, nicht ganz. Bei Cyan fehlt noch ein bisschen was. Und ja, gut, bei Shadow jetzt auch, weil wir einfach so unglaublich stark sind, dass wir den Gegner gar keine Chance mehr lassen. Was mich aber auch nicht weiter stört. Jetzt müssen wir nur gucken, wo geht's hier lang? Ich glaube, hier oben ging's raus. Wer hat euch erlaubt zu fliehen? Ich habe es erlaubt. Ich ganz allein. Ach, ihr seid auch zu zweit nicht weiter stark, Leute. So, jetzt aber auf Shadow. Den greifen wir normal an. Und an und für sich können wir auch Cyan mal kurz heilen. So, gut. Viel mehr Gesundheit hat Shadow zumindest auch noch nicht. Ist aber auch nicht weiter schlimm. So, ein Metallcape. Ui. Perfekt. Der wird jetzt sowieso geheilt. Optimal. Dann ist der auch wieder auf 100% und dann ballern wir den da hinten noch weg und fertig. Judas Timing. Bombs. Und dann machen wir, dass wir ganz schnell hier wegkommen. Aber ganz, ganz schnell. Können wir da vorbei? Ja, können wir. Hey, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Also, wo geht's nach Narsch? Nach Narsch gibt es nur einen Weg. Den Wald im Süden. In Ordnung, so machen wir es. Können wir? Gut, dann auf durch den Wald nach Süden. So, und hier bin ich das erste Mal, glaube ich, auch hier lang nach Osten weiter lang gelaufen, weil ich dachte, man muss da lang. Aber nein, wir müssen hier wieder über die Brücke zurück. Ja. Oh, gegen streunende Katzen, 3 Stück. Gut, stürzen sie aber nicht weiter. Die sind, ja, die sind jetzt auch nicht mehr wirklich gefährlich. Meine Güte, machen wir viel Schaden. Wow, das war aber eben nicht so viel. Kann natürlich sein, dass die Katzen ein bisschen schwächer sind und weniger Verteidigung zum Beispiel haben. Oder körperliche Verteidigungswerte, ja. Irgendwie sowas in der Arzt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh mein Gott, wir sind umzingelt von den streunenden Katzen. Nein. Los, werf irgendeinen Wollknoll dahin. Das lenkt sie ab. Der Hund ist wie so ein Panzer. Der rollt einfach überall drüber. Und was im Weg steht, das ist einfach platt. Das ist fertig. Also, da gibt es kein Entkommen mehr. Ah, nächste Brücke. Hier auf der... Hier nur irgendwas? Oh, kleinen Augenblick. Da ist was. Aber da wollen wir, glaube ich, gar nicht hin, oder? Ach, das ist Burg Doma. Ja, ja, ja. Natürlich. Klar. Logisch. Jetzt sind wir bei Burg Doma. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da rein können, ob wir da irgendwas machen können. Doch, mal gucken. So, machen wir gerade mal die... Was ist denn das? Ein Krasshüpfer? Okay, ein Krasshüpfer. Ein krasser Hüpfer ist das. Whatever. Nein, die sind ein bisschen groß, also ich bin froh, dass die hier in Deutschland ein bisschen kleiner sind. Wäre mir sonst etwas unheimlich. Gucken, ob wir hier überhaupt reinkommen. Wir kommen hier tatsächlich rein. Burg Doma. Kein Zu... Yeah. Yeah. Ich bin's, Cyan. Hallo. Ach ja, Pfeifen, ey. Nulpen, oh Mann, oh Mann. Gut, dann... War der Weg doch falsch. Ist aber auch nicht wild. Dann gehen wir jetzt hier jetzt lang über die Brücke. Wir geben uns zum Wald im Süden. Der ist hier. Ja, der ist hier. Geisterforst. Oh, das klingt böse. Was haben wir hier? Böse Musik. Oh, oh. Geister. Und was ist das andere gewesen? Populum? Was war's? Populium. Gott, die Geister... Oh, der kann Feuer. Das ist nicht gut. Nee, Feuer kann... Oh, auf alle direkt. Übertreib mal nicht. Gut, kriegt aber vom Schaden her noch. Und weg. Ich würde vorschlagen, wir beeilen uns, damit wir hier ganz schnell aus dem Geisterwald rauskommen. Denn ich habe keine große Lust, hier viel Zeit zu verbringen. Ich möchte aber noch ganz kurz hier was gucken. Gab es hier Thron oder sonst was? Ich weiß es nicht. Aber Gegner gab es hier. Oh mein Gott, was für eine Überraschung. Und das Gleiche nochmal von vorne. Ja, kein Thema. Lass die da hinten wegmachen. Ich weiß gar nicht, welcher Stärke ist, ob sich das lohnt. Wir können, glaube ich, erst auf den Geist gehen. Ich glaube, es ist ziemlich egal. So, zumindest mit seiner Feuerattacke kann der Geist ein bisschen gefährlich werden. Ich bin fertig. Damit sind wir quitt. Was? Tata. Was? Das ist jetzt nicht wahr. Nein, der ist jetzt... Dreck.
Das ist ein Dreck jetzt. Ich dachte, das wäre... Oh Mann. Okay, anscheinend haut der zufällig ab, so wie er Bock hat. Das ist uncool für das, was jetzt gleich noch kommt, denn da war ich froh, dass er noch mit dabei ist. Scheiße. Oh, eine Steinquelle, immerhin etwas. Oh, das gefällt mir aber jetzt gar nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Okay, nur noch zu zweit. Ja. Klammer haben die. Oh, verlangsamt. Ja, das müsste Verlangsamungseffekt sein. Hat jetzt natürlich verfehlt, weil wir schon drauf hatten, klar. Also, dass Shadow uns jetzt erstmal wieder verlässt, das wusste ich, aber... Ja, ich dachte, das wäre an einer anderen Stelle gewesen. Pause? Oh, das ist auch nicht gut. Ich glaube, Sylen macht jetzt erstmal eine Pause, ja. Wortwörtlich. Was ist denn das, versteinert? Gucken wir gleich mal nach dem Kampf. Und das, oh Gott, das Saben jetzt noch verlangsamt ist, dauert das natürlich ewig. Aber dass Shadow jetzt schon abhaut im Wald, das ist uncool. Das ist richtig uncool. Oh Mann, okay. Okay, keine Effekte mehr drauf, das ist schön. Aber Moment, wir können mal ganz kurz, auch wenn es egal ist, aber dann ordnen wir das gerade mal schön an. So, hier geht's runter. Und man kann sich in dem Wald auch so ein bisschen verirren, wenn man den falschen Weg nimmt. Runter oder hoch? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube hoch. Sieht gut aus. Moment, hä? Da ging es irgendwie nicht. Oh, und jetzt kommen 5. Ist nicht euer Ernst, Leute. Ja, es ist doch ein Riesenunterschied, ob man zu zweit oder zu dritt ist. So, wir machen erst den da oben. Na. Den hier weg. So. Gucken wir mal hier wegen Trommeln. Ich hoffe, ich verkack's nicht. Ach, egal. Genau, Pause. Ja, geblockt, sehr gut. Das wäre für sich auch ein guter Zeitpunkt, um mal die anderen Sachen von Cyan auszutesten, ne? Ja, das stimmt. Gucken wir gerade mal, was das auf Rang 3 macht. So. Zerfetzen. 113 und, ah ja, okay, da wird noch ein Gift hinterlassen. 100, oh nein. Komm, mach ihn fertig. Mach ihn fertig. Ah, das hat mir gerade so ein bisschen gerade so in dem den Plan ruiniert, dass das Shadow jetzt einen Abgang gemacht hat. Das könnte jetzt interessant werden. Ja, das könnte sehr interessant werden. Zurück haben wir Tonics gekauft hier. So, können wir auch ordentlich reinballern hier. Ach, der letzte war übertrieben bei Same. Egal. So, hier kommen wir durch. Okay, wir sind da. Ihr seht im Hintergrund, da ist doch was. Ein Zug. Da ist ein Zug. Ein Zug? Hier? Aber ich dachte, Domas Eisenbahn sei zerstört worden. Vielleicht werden wir dann gebraucht. Los, lass uns reingehen. Okay, dann rein in den Zug. Hey, hier geht's rein. Sir Saben. Es hat keinen Sinn, hier draußen herumzustehen. An Bord, los. Sir Saben. Keine Sorge, Mann. So, Sir, oh, leck mich doch. Rein in den Zug. Was soll da schon schiefgehen? Was im Himmel? Hinaus, hier drin spukt's. Oh oh. Habt ihr das auch gehört? Er bewegt sich. Raus hier, schnell. Ich glaube, verschlossen. Oh je, zu spät. Wieso, was ist das hier? Dies ist der Phantomzug. Er bringt die Verstorbenen zur anderen Seite. What? Moment mal, da will ich nicht hin. Irgendwann müssen wir alle gehen. Ich habe hier zu tun. Halten wir den Zug an. Gehen wir nach vorn zur Lok. Okay, das ist jetzt unser Ziel. Kämpfe! Geht noch. Ja, es geht doch noch. Die sehen aus wie normale Soldaten, nur in komplett grün. Geht noch, was für ein Name. Ja, und hier ist der Geisterzug, der Phantomzug, der die Leute zur anderen Seite bringt. Also wortwörtlich. Ja. Nein, der macht die Leute nicht schwul, sondern er bringt sie ins Reich der Toten. So, das wäre auch sonst das andere Ufer gewesen, ne? Aber ist ja egal. Unwichtig. Machen wir den noch fix weg. Zu zweit, was mich immer noch... Das finde ich doof. Das finde ich wirklich doof. Böser Klaps, was ist das denn?
Oh, 7. Oh mein Gott, was für ein böser Klaps das war. Gut, wir müssen nach vorne zu Lok. Und dann nach Narsch zu Lok. Haha, viel lustig. An der Stelle der nächste Cut. Bis zum nächsten Part.